Moin Moin, ich begrüße dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du dir ein Video von mir anschaust. Das Thema des Videos lautet Kurvendiskussion einer E-Funktion einschließlich Integralrechnung. Aufgabe. Untersuche die Funktion g von x gleich minus 8 mal x mal e hoch minus 4 mal x Quadrat auf Aufgabenteil d, Schnittpunkte mit der x-Achse. Ja, schauen wir uns das mal an. Ich habe hier ein Koordinatensystem skizziert und dort mal zwei Schnittpunkte mit der x-Achse eingetragen. Einmal einen hier in grau und einmal in grün. Ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, welche Bedingung erfüllen denn diese Schnittpunkte mit der x-Achse? Einerseits liegen sie natürlich auf der x-Achse. Ja, und andererseits ist dort, wo sie sind, y 0. Ja, und daraus ergibt sich dann entsprechend eine wichtige Bedingung, um Schnittpunkte mit der x-Achse zu berechnen. Die Bedingung lautet, g von xn ist gleich 0. Daraus folgt, der Schnittpunkt mit der x-Achse, sx, ist dann xn Stab 0. Ja, weil dort, wo der Schnittpunkt ist, ja y gleich 0 ist. Also muss ich nur noch herausfinden, wie lautet mein x-Wert. Ja, und dafür setze ich die Funktion gleich 0. Hinweis, g von xn ist gleich 0. Diese Bedingung, die nennt man auch Nullstellenbedingung. Stellen sind in der Mathematik besondere x-Koordinaten. Ja, und diese x-Koordinate, die ich hier habe, das xn, ist natürlich die Koordinate, wo mein Graph die x-Achse schneidet. Deswegen setze ich dann die Funktion gleich 0. Ja, ich mache hier immer ein großes n als Index ran, weil das Wort Nullstelle wird ja mit großem n geschrieben. Berechnen wir nun die Nullstelle. Dafür nehme ich mir jetzt die Funktion her und setze sie dann entsprechend hier gleich 0. Ja, jetzt kann ich allerdings nur mit dem rechten Teil von dem ersten Gleichheitszeichen arbeiten. Deswegen schreibe ich minus 8 mal xn mal e hoch minus 4 mal xn Quadrat gleich 0. Noch einmal auf. Das habe ich hier jetzt gemacht. So, und diese Gleichung, die muss ich jetzt lösen. Ja, und um die zu lösen, gibt es zwei Wege. Weg 1, ich habe also jetzt meine Funktionsgleichung, die gleich 0 gesetzt ist. So, und wenn ich sie mir genauer anschaue, dann stelle ich fest, hier vorne in Rot ist eine lineare Funktion, minus 8 mal xn. Und die wird mal genommen mit einer natürlichen Exponentialfunktion. E hoch minus 4 mal xn Quadrat. Ja, das ist ja ein Mal zwischen. Wir wissen ja aufgrund der Definitionsbereichuntersuchung, dass diese natürliche Exponentialfunktion nie 0 werden kann. So, und deswegen darf ich also hier in dem Fall durch die natürliche Exponentialfunktion teilen. Aber ihr solltet unbedingt dahinter schreiben, dass sie ungleich 0 ist. Man könnte auch schreiben, immer ungleich 0 ist. Ja, und da jetzt die natürliche Exponentialfunktion ungleich 0 ist, sie kann ja nicht 0 werden, darf ich dadurch teilen. Ja, und 0 geteilt durch irgendetwas, was ungleich 0 ist, ist natürlich 0. Also bleibt dann hier minus 8 mal xn gleich 0 übrig. Die entgegengesetzte Operation von mal ist geteilt, also teile ich jetzt durch minus 8 und dann bekomme ich meine Nullstelle raus. Xn ist gleich 0. Der zweite Weg, um jetzt sozusagen die Nullstelle zu berechnen, ist der folgende. Wie wir ja eben gesehen haben, setzt sich unsere Funktion g von x aus zwei Funktionen zusammen. Einmal aus der linearen Funktion minus 8 mal xn und der natürlichen Exponentialfunktion e hoch minus 4 mal xn². Ja, und jetzt gibt es den sogenannten Satz vom Nullprodukt. Ein Produkt ist 0, wenn mindestens ein Faktor 0 ist. Ja, das kennst du vielleicht aus der vorherigen Schulzeit. Faktor mal Faktor ist Produkt. Ja, und genau das haben wir jetzt ja hier. Minus 8 mal xn ist die lineare Funktion. Die wird mal genommen mit der natürlichen Exponentialfunktion e hoch minus 4 mal xn². Also ist minus 8 mal xn ein Faktor und e hoch minus 4 mal xn² ist ein Faktor. Ja, und das Ergebnis ist das Produkt. Ja, und das soll 0 sein. Das steht ja rechts vom Gleichheitszeichen. Also kann ich jetzt sagen, minus 8 mal xn ist gleich 0 oder e hoch minus 4 xn² ist gleich 0. So, machen wir jetzt erstmal auf der linken Seite weiter.
minus 8 mal xn gleich 0. Um das nach xn umzustellen, muss ich natürlich jetzt das durch minus 8 teilen. Ja, und wenn ich die Gleichung durch minus 8 teile, dann kommt xn gleich 0 raus. Das wäre also jetzt schon mal eine Nullstelle, die sich aus der linearen Funktion ergibt. Untersuchen wir jetzt, ob e hoch minus 4 mal xn Quadrat gleich 0 werden kann. Um an das minus 4 mal xn Quadrat zu kommen, müssen wir hier in diesem Fall natürlich die Umkehrfunktion von der natürlichen Exponentialfunktion anwenden. Das ist die sogenannte natürliche Logarithmusfunktion. Also habe ich jetzt hier geschrieben, ln anwenden. Ln steht für Logarithmus Naturalis, auf Deutsch natürliche Logarithmus. Ja, und diesen Logarithmus Naturalis, also den ln, den natürlichen Logarithmus, muss ich jetzt links und rechts vom Gleichheitszeichen anwenden. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Ja, aber dies ln von 0, ja, das ist nicht definiert. Deswegen habe ich jetzt hier geschrieben, ln von 0 ist nicht definiert. Damit liefert die Gleichung, die wir da oben haben zum Untersuchen, e hoch minus 4 mal x Quadrat gleich 0, keine Nullstelle. Oder man kann auch allgemein sagen, diese Gleichung hat also keine Lösung. Wie kann ich jetzt herausfinden, dass ln von 0 nicht definiert ist? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt den natürlichen Logarithmus von x jetzt mal als eine Funktion l benannt. Das heißt, l von x ist gleich ln von x. So, und diese Funktion, deren Graphen habe ich jetzt hier mal gezeichnet. Groß g von l ist also der Graph von dieser Funktion. So, und wenn wir das uns anschauen, dann sieht man hier, der Graph kommt von minus unendlich, schneidet hier die x-Achse und steigt dann immer weiter an. Aber dieser Graph wird, wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken, dieser Graph wird niemals die y-Achse schneiden, weil die negative y-Achse ist eine sogenannte Näherungsgerade. Man nennt es auch senkrechte Asymptote. Damit sehe ich also hier am Graphen, der Graph schmiegt sich zwar immer weiter an die y-Achse an, wird sie aber nie berühren bzw. nie schneiden. Und deswegen kann man schon erkennen, dass der ln von 0 nicht definiert ist. Und das werde ich euch jetzt auch nochmal mit Hilfe eines Taschenrechners zeigen. So, schauen wir uns das mal an. Ich tippe jetzt hier die ln-Taste, die Logarithmus-Naturalis-Taste. Dann erfolgt hier oben ln, Klammer auf. Jetzt tippe ich die 0, Klammer zu und das Gleichheitszeichen. Und dann sagt er, mathematischer Fehler. Ja, also der Taschenrechner erkennt, dass dieser Ausdruck nicht definiert ist. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ist er denn für negative Zahlen definiert? Also minus 1 zum Beispiel. Also mache ich es auch mal. ln von minus 1 ist auch ein mathematischer Fehler. Ja, das heißt also, wir haben es eben auch an dem Graphen gesehen, wo ich euch das gezeigt habe. Der natürliche Logarithmus ist nur für reelle Zahlen definiert, die echt größer als 0 sind. Es gibt also nur eine Nullstelle, und zwar die wir hier berechnet haben, indem wir minus 8 mal xn gleich 0 gesetzt haben. Das heißt, unsere Nullstelle lautet xn gleich 0. Hinweis, der nicht definierte Ausdruck ln von 0 zeigt, dass die e-Funktion i von x gleich e hoch minus 4 mal x Quadrat keine Nullstelle hat, also nicht 0 werden kann. Ergebnis? Der Schnittpunkt mit der x-Achse lautet Sx 0 Stab 0. Hinweis, steht in einer Aufgabenstellung, untersuche die Funktion auf Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, so ist die Funktion sowohl auf einen Schnittpunkt mit der y-Achse als auch auf Schnittpunkte mit der x-Achse zu untersuchen. Suchst du das Aufgabenblatt oder die Links zu den Lösungsvideos der anderen Aufgabenteile? Dann siehe auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de unter dem Reiter Mathe ist chillig in der Playlist Analysis 2 Grundkurs Hessen Q1. So, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja, und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.